Mann war ein Dialysepatient, 14 Jahre lang, und ich spreche aus Erfahrung. Wenn ich hilflos war und jemand gebraucht habe zum Sprechen, dann war ich froh, wenn mir jemand zur Seite gestanden hat. 2004 habe ich angefangen mit der Dialyse. Da habe ich sehr viel erlebt und sehr viel erfahren. Das erste Mal nierenkrank war ich mit 14 Jahren. Dann war jahrelang immer entweder im Herbst oder Frühjahr eine Nierenbeckenentzündung. Und dann hat 1976 der Hausarzt Urlaub gemacht. Da hat mich dann die Vertretung mal zu einem Urologen geschickt. Und da ist das Wort erste Mal gefallen mit einer Schrumpfniere. Ich bin seit 2003 nierenkrank, seit 2006 dialysepflichtig und schon 2009 transplantiert. Ich möchte gerne meine Erfahrungen, die ich in diesen Jahren gesammelt habe, an andere Mitpatienten weitergeben. Mit der Krankheit selbst bin ich eigentlich relativ schnell gut zurechtgekommen, dank der Hilfe meines Arztes. Was ich nie erwartet hätte, das sind die finanziellen Probleme, die auf uns zugekommen sind. Das ist eine reelle Belastung. Und da hat mir mein Patientenbegleiter wirklich weitergeholfen. Für mich gibt es jetzt klare Zukunftsperspektiven, was meine finanzielle Situation betrifft. Die chronische Nierenerkrankung verändert den Lebensalltag für Patienten und Angehörige schlagartig und tiefgreifend. Viele Fragen tauchen auf, für die Ärzte und Pflegeteams im Praxisalltag nicht immer Zeit haben. Dann können zertifizierte Patientenbegleiter wertvolle ergänzende Unterstützung bieten, zum Beispiel bei Sozialrecht, Berentung oder Schwerbehindertenausweis. Jens Ulbricht ist einer von ihnen. Zusammen mit anderen ehrenamtlichen Patienten hat er an 3 Wochenenden die Ausbildung durchlaufen und im Mai seine Zertifizierungsurkunde erhalten. Seitdem steht er als Patientenbegleiter für Mitpatienten zur Verfügung. Ich bin seit 2013 in Behandlung wegen Nierenleiden und mir wurde dann im Dezember 2014 prognostiziert eine Dialyse. Mir wurde leider nichts erklärt, nur Dialyse. Der Arzt schickt mich zur Schwester. Die Schwester sagt, jawohl, es geht los. Und das waren für mich höllische Tage, bevor die Dialyse losging, weil ich keinerlei Informationen hatte. Und deswegen habe ich mich entschieden, Patientenbegleiter zu werden und die Leute damit zu informieren und die Angst zu nehmen, dass es den Leuten nicht genauso geht wie mir. Mein Arbeitgeber hat mir gesagt, ich soll in Rente gehen. Aber eigentlich habe ich keine Lust dazu. Ich möchte weiter arbeiten. Wie läuft das denn ab? Ja, das Problem haben viele, dass die Arbeitgeber nicht ganz so wollen. In dieser Situation ist für Sie das Beste das Integrationsamt. Die setzen sich dann mit Arbeitgebern, Ärzten und der Rentenstelle zusammen, inwieweit Ihnen geholfen werden kann, dass Sie eventuell weiter im Arbeitsleben bleiben. Das können Sie aber gerne alles hier mit nachlesen. Das sind die verschiedenen Schritte, die Anlaufpunkte und das dürfte dann helfen. Ich gebe Ihnen trotzdem noch eine Visitenkarte mit. Falls Sie noch Hilfe benötigen, könnte ich mich auch mit dem Integrationsamt für Sie in Verbindung setzen. Danke. Die Arbeit der Patientenbegleiter ist keine Konkurrenz zu Ärzten, Pflegeteams und professionellen Beratern. Gerade bei sozialrechtlichen und persönlichen Anliegen fehlt den Behandlungsteams im Alltag die Zeit für vertiefende Gespräche. Die Ärzteorganisation Verband Deutsche Nierenzentren sieht die Patientenbegleiter als willkommene Ergänzung und ist daher Gründungspartner des Ausbildungsprojektes. Vorstandsmitglied Dr. Manfred Grieger beschreibt, warum er Patientenbegleiter ausdrücklich begrüßt. 2013 kam Herr Gilmer vom Bundesverband Niere auf unseren Berufsverband, den Verband Deutsche Nierenzentren, zu und schilderte das Projekt Patientenbegleiter. Und wir waren von Anfang an mit ihm begeistert und haben gesagt, dass das ein Projekt ist, das wir auf jeden Fall unterstützen werden. Ich selber bin seit 17 Jahren niedergelassener Nephrologe hier in Main und habe schon von Anfang an immer wieder Kontakte zur Selbsthilfegruppe gehabt. Also ich begrüße es sehr, dass die Patienten auch nochmal aus einer anderen Sicht als der des Arztes etwas zu ihren chronischen Nierenerkrankungen erfahren können. Viele Dinge sind halt aus der selbsterlebten Perspektive anders, als das
vom Arzt vermittelt werden kann. Ich bin stolz, dass wir nach einer langen Planungs- und Vorbereitungsphase mittlerweile so viele wirklich sehr engagierte, aktive Patientenbegleiter haben. Genau wie Jens haben auch Anna-Maria, Mike und Meinhard die Ausbildung zum Patientenbegleiter absolviert und stehen jetzt ehrenamtlich für ihre Mitpatienten zur Verfügung. Ich würde ja ganz gern weiterarbeiten, wenn ich Hilfe kriegen würde. Ja, genau da sind die Integrationsfachdienste, Integrationsämter darauf spezialisiert. Erstes Ziel ist, in der Arbeit zu bleiben und dabei zwischen Arbeitgeber, Arbeitnehmer Behindertenrecht zu vermitteln. Dazu übrigens dann der Behindertenausweis unbedingt notwendig. Es ist heute in einem kleinen Betrieb nicht leicht, in Arbeit zu bleiben. Ja, genau das ist das, was die Integrationsämter machen können. Es gibt ganz viele begleitende Hilfen, auch kostenmäßig, die es dem Arbeitgeber leichter machen, die er aber selber meistens gar nicht kennt. Ich war schon früher relativ isoliert, aber jetzt durch diese Krankheit bin ich noch isolierter. Gibt es hier im Ort direkt eine Selbsthilfegruppe, wo ich auch Mitglied bin. Und dort findet man Gespräche mit Mitpatienten. Meine Kinder werden einfach mit dem Problem der Dialyse nicht fertig. Ich würde sagen, sie sollen sie mal mitkommen zur Selbsthilfegruppe mit dem Papa. Oder der Papa nimmt sie mal mit an die Dialyse. Oder ihr setzt euch mal in der Familie selber zusammen und redet über das Ganze. Was das Ganze ausmacht, nicht nur für die Kinder, sondern auch für den Papa und auch für dich. Ihr seid ja alle betroffen, dass es vielleicht für die Kinder dann leichter wird. Auf der Projektseite www.patientenbegleiter.de wird aktuell von der Arbeit der Patientenbegleiter berichtet. Eine interaktive Deutschlandkarte vermittelt ratsuchenden Mitpatienten einen direkten Kontakt zu ihrem Patientenbegleiter in der Nähe. Viele Ärzte sehen die Patientenbegleiter als wertvolle Unterstützung für ihre Patienten und als Entlastung für ihre Praxis, wie Dr. Jörg Schletter erläutert. Unsere Praxis betreut eine Vielzahl von nierenkranken Patienten. Viele dieser Patienten sind über kurz oder lang dialysepflichtig. Mit Eintreten der Dialysepflichtigkeit ändert sich das Leben dieser Patienten ganz gravierend. Im sozialen Bereich, im familiären und im beruflichen Bereich. Wir unterstützen die Patientenbegleiter ausdrücklich, weil die Patientenbegleiter selbst Betroffene sind und aus ihren zum Teil jahrzehntelangen Erfahrungen entsprechend Informationen weitergeben können an neue Betroffene.